Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft LPT mit dem Freaks LP. genau, mit dem Minecraft LP. Ja. Ich spiele heute mit mir selber LPT, ist schon klar. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen verpeilt gewesen, glaube ich. Ich bin so daran gewöhnt, dass Justin die Ansage macht. Ich weiß nicht warum, egal. Wir sind hier mal wieder in einer neuen Aufnahme LPT. Ja, diesmal leider ohne den Fabi. Ja, der hatte leider keine Zeit. Da uns aber die Folgen ausgegangen sind. Ja, wir hatten ja eine Folge, aber ich glaube, die wird hier mit der zusammengeschnitten. Da hatten wir ja mit ihm hier schon mal angefangen zu bauen. Und ja, so sieht's halt hier aus. Ich glaube, ich fange da mal hier oben an, unsere Bibliothek weiterzumachen. Und wir spielen heute mit dem MK Halloween. Genau. Da diese Folge nicht an Halloween kommt, aber die in der Aufnahme. Dann können wir jetzt ja gleich mal weitergehen. Ja, und nochmal als Info, ich habe jetzt den Shader drin, da wir auf der 1.4.2 spielen, habe ich den Shader jetzt einfach mal reingemacht. Noch ein bisschen buggy, ne, aber... Ja, man merkt, wenn man auf das Schwert guckt, das Diamantschwert, das ich in der Hand habe, ist es durchsichtig und leuchtet weiß. Also, ja, das ist noch ein bisschen buggy, auch wenn ich gar nichts in der... Ja, okay, geht gerade nicht, mein Inventar ist voll. Ich muss mein Inventar ausleeren. Ja, auf jeden Fall, ich kann den Shader nicht benutzen, weil, ich glaube, ihr wollt keine Laggy-Aufnahmen haben, so mit 8 FPS oder so. Ja, das kommt da nicht ganz so gut. Weil meine geliebte Grafikkarte dabei ein bisschen abkackt. Ein ganz klein bisschen. Ich suche gerade Bücher. Wir hatten wir letztes Mal schon... Achso, ich habe 47 Bücherregale schon dabei. Dann gehe ich jetzt mal nach oben. Ich wollte ja oben so eine Bibliothek hinbauen und ja, die kriegen wir dann auch schon da zusammengeschustert. Ja. Und ja, ich wollte gerade die Kiste eigentlich sortieren, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich gar keinen Inventory-Ticks habe. Ja, der einzige Mod, den ich gerade, oder die einzigen beiden, die ich installiert habe, sind Shader und Optifine. Ich habe gerade vergessen, die anderen dazu zu installieren. Ich glaube, es gibt gar keine an. Oder ist der Dingsda-Bumsda-Mod schon installiert, geupdatet? Ich habe keine Ahnung, ich habe mir da noch nichts angeguckt oder sonst was. Ja, ich auch nicht. Also, wir haben gerade zu Zeitpunkt dieser Aufnahme keine Ahnung, ob die Mods schon geupdatet sind. Auf jeden Fall haben wir nur gerade einmal schnell den LPT-Server geupdatet. Noch vergessen, nochmal danke an TheWixCraft für die Serverspende. Unten in der Beschreibung nochmal IP und Link zur Website und zu deren PvP-Server. So, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie. Ich glaube, ich baue das gerade ein bisschen falsch, die Bibliothek da oben. Ich weiß nicht, ich muss mir jetzt mal angucken, wie du das gemacht hast. Ja, warte, nee, so wollte ich das gar nicht. Ich muss das hier nochmal wegreißen. Sieht ein bisschen scheiße aus. Ja, ich weiß. So sieht's aber eigentlich ganz gut aus, wenn ich das jetzt hochziehe, oder? Hier liegen noch 3 Bücher, die habe ich gerade aufgenommen. Wenn ich das jetzt so mache. Oder ist das zu... Warte, ich glaube, warte. Sorry, das ist jetzt ein bisschen hier... Du solltest da immer nur eine Lücke zwischen machen, glaube ich. Ja, oder zwei. Nee, eine ist besser. Du kannst das eigentlich so lassen. Du müsstest dazwischen welche bauen, das hätte gepasst. Naja, wir haben aber nicht so viele Bücher und außerdem wir haben genug Holz, ist egal. Man kriegt ja mal 3 Bücher dazu wieder, also ist das nicht so schlimm. Auf jeden Fall, es fällt auch gar nicht auf. Okay, jetzt hier sieht die dunkelblaue Wolle nicht ganz so gut aus. Mit dem Shader oder was? Ne, mit dem Texture Pack. Ach so. Wie sieht denn die rote aus? Also, ja gut. Die rote sieht eigentlich recht geil aus bei dem Texture Pack. Ja, beim alten fand ich, also bei der Mischung von die B2LP fand ich die ganze Wolle trotzdem noch besser. So, da sah die epischer aus. Epischer? Och nee. Muss das sein? Es regnet. Bei mir regnet es noch nicht. Wenn du mal rausguckst, Alter. Ja, mach aus. Weather Sun, ne? Ach ja, wir haben ja Dings drauf. Noch Essentials drauf. Weil keiner dran gedacht hat oder alle zu voll waren, das runterzunehmen. Egal, keine Ahnung. Ich hab keinen Zugriff drauf. Ja, stimmt, ja. Du hast ja immer noch keinen. Müssen wir auch nochmal ändern. Ist ja egal. Ich war zu voll, das runterzumachen, sagen wir es so. Auf jeden Fall. Alter, ich glaube, ich muss hier doch nochmal was umstellen.
Das, unsere Farm ist weiß. Bei mir. Ach, das ist ja auch schön. Aber es liegt nur daran, dass ich so weit weg bin. Weil das Haus, da haben wir ja mit den gleichen Steinen gearbeitet, die sind nicht weiß. Ja, okay. Aber es ist doch, glaube ich, trotzdem noch etwas zu hell. Alter, doch. Hä? Hier sind die irgendwie weiß. Keine Ahnung. Ja, ja, weil der Shader-Mod ist halt ein bisschen, oberhell manchmal. Also, ja, keine Ahnung. Der war mega hell und, ja, ich muss da schon... Also, ich habe da eigentlich schon richtig viel rausgenommen von der Helligkeit und, ja, ihr merkt, er ist immer noch scheiße hell. Ich habe da, glaube ich, 95% der Helligkeit rausgenommen. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man drauf kommt, den so hell zu machen. Ich würde es auch gerne wissen. So die Logik an der Sache. Ich glaube, die Logik ist, es gibt keine Logik. Ja, wo gibt's denn überhaupt Logik? Naja, auf jeden Fall, was baust du denn jetzt? Ich laufe hier gerade hin und her, hab die Farben nochmal mit dem Shader angeguckt. Jetzt bin ich wieder ganz oben bei der nicht fertigen Bibliothek. Ich dachte, du bist hier. Ach, da kommst du gerade. Ich baue gerade Dings da ums Tag. Gut, dann gehe ich nochmal zu den ganzen Tieren und... Nee, das ist zu nah, wenn wir das so bauen. Keine Ahnung, ich gehe zu den Tieren und... Boah, ich bin gerade ganz unten angekommen. Ja, sorry, ich sehe es gerade. Weil ich glaube, das ist echt viel zu eng, was ich hier gerade gebaut habe. Muss mal hochkommen. Ich bin gleich oben. Wenn du die noch hört, siehst, wenn du die drei hoch machst, sieht das, glaube ich, ganz geil aus. Einmal testhalber. Und das dann noch hier so zweimal oder so? Meinst du, das sieht echt geil? Oh, nicht so nah. Wie soll ich denn hier dann noch rauskommen? Zu weit. Finde ich eh scheiße, dass du hier vor mein Zimmer alles zubaust. Nö. Da muss ich durch eine Bibliothek durch, ey. Ich hasse Bücher. Oh, das ist persönliches Pech, würde ich mal sagen. Egal, ich würde da mal sagen, aua, wir könnten ein Thema ansprechen. Das erste. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Thema, mit einem Themenvorschlag Mobbing. Was haltet ihr davon? Habt ihr auch schon gemobbt? Wurdet ihr schon gemobbt? Was soll man tun, wenn man gemobbt wird? Ja, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Was haltet ihr davon? Naja, Mobben ist nun nicht nett. Ja, weil die einige können da halt nichts für, andere sind halt einfach zu. Ja, also. Warte mal kurz. Ich muss hier auf jeden Fall noch sehr viel umstellen. Wenn ich hier hinten so bei den Schnee und bei den Tieren bin, hier ist alles weiß, wirklich alles. Verdient. Nee, wie soll man das denn jetzt sagen? Also, einige Leute können aber manchmal nichts für, weil sie halt, weil ihr Aussehen halt total, ja, ist. Ja, wenn man wegen Aussehen gemobbt wird. Es gibt auch noch viele andere Gründe. Ja, ja, oder manche sehen auch einfach aus wie die letzten Vollpfosten. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und ja, was soll man davon halten? Also bei den Tieren halte ich mich lieber nicht auf, das ist viel zu weiß. Da kann ich kaum was sehen. Was wollte ich jetzt tun? Ja, was soll man davon halten, Justin? Sag, fang du mal an. Ich kann da gerade irgendwie nicht so richtig draus definieren. Was haltet ihr von Mobbing? Ja, ist scheiße, ne? Ja, okay, das... Ja, so weit war ich auch schon. Ja. Warte, darf ich mir nochmal eine Diamantspitzhacke machen? Weil wir wollten ja versuchen, eine mit Glück zu kriegen und ich bin 31. Ja. Mach das, ich... Und, ja. Ja, auf jeden Fall, was haltet ihr von Mobbing? Ja, Mobbing ist... Scheiße. Manchmal, also es gibt welche, die mobben, aber denen fällt es selbst nicht auf. Ja, also die mobben irgendwelche, aber die bemerken gar nicht, dass sie mobben. Die empfinden das für ganz normal. Ja, okay, stimmt. Sowas gibt es halt auch. Aber den meisten, denen fällt es halt schon auf, dass sie mobben. Ja, die meisten machen es extra. Ja. Und ja, halt, Mobben ist einfach nur, ja, scheiße. Und wenn man halt schon mal selbst in der Situation war, dann weiß man eh, wie scheiße das ist. Ja, okay.
Nein, ich war nicht selbst in der Situation. Nein, ich rede von der Spitzhacke, die ich gerade verzaubert habe. Ich habe ja eine Spitzhacke mit Behutsamkeit 1. Ne, jetzt habe ich eine Spitzhacke mit Behutsamkeit 1 und Effizienz 4. Okay. Toll, jetzt habe ich 2 mit Behutsamkeit. Super. Soll ich hier noch mal eine enchanten? Kannst du. Aber ich glaube, ich nehme... Soll ich echt eine Dia-Spitzhacke noch mal nehmen? Ja, die anderen sind sonst 30 Level für eine Eisenspitzhacke. Hello, wo sind die ganzen Dias? Achso, ups. Ah, ich wollte gerade sagen, okay, ja, kann man sich nochmal leisten. Weil ich habe nämlich auch noch 35 Level. Also, probieren geht über studieren. Nein. Aber es ist echt so, ja, Mobbing ist scheiße. Machen wir mal die nächste Frage. Habt ihr auch schon gemobbt? Ja. Soll man da schon zu sagen? Ja, sag. Hä? Okay. Lol. Werf ich bei dir gerade Schneebälle? Nö. Ich bei mir auch nicht. Die Schneebälle gehen aber weg. Schleu. okay. Boah, ich habe Effizienz gekriegt. Super, ey. Wir brauchen Glück. Glück? Glück? Wir haben ja auch noch 15 Diamantenblöcke, aber die wollen wir halt erst abbauen, wenn wir Glück haben. Ja, aber wir haben einfach nie Glück. Ja, schon. Ja, gemobbt selber. Ich glaube, während der Grundschulzeit hat jeder irgendwann mal gemobbt. Ja, deswegen. Also ja, okay, während der Grundschulzeit, ja, auf jeden Fall in der Realschule eigentlich. Doch in der 5. Klasse, glaube ich. Kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern, ob ich in der 5. Klasse. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war in der 5. Klasse noch. Ich gehe mal kurz pennen, damit Tag ist. Der mir voll auf den Senke ging und der es einfach ein bisschen verdient hat und ja. Aber die haben es alle immer nur verdient. Das war aber wirklich verdient. Genau, ja. Ey, die gehen mir so auf den Sack und geben mir immer noch voll auf den Sack. Ja. Die ist manchmal mega dumm und ja. 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 Und du, Justin? Ich hab doch gesagt, während der Grundschulzeit. Das habe ich doch da gesagt. Ja, okay, warte mal, dann muss ich jetzt mal eben Teamspeak wieder minimieren und Notepad out. Und wurdet ihr schon gemobbt? Nein. Nö. Was soll man tun, wenn man gemobbt wird? Also, am besten ihr geht nicht zum Lehrer und petzen, das ist einfach... Nee, das ist eine der schlimmsten Sachen, die man machen kann. Das ist noch schlimmer. Wenn die Mitschüler es mitkriegen, ist es wirklich noch viel schlimmer. Ihr solltet lieber, keine Ahnung, zu irgendeinem Sozialpädagogen oder so hingehen, weil die ja, es ja, ist einfach so, ist, nein, also, nee, Schulen haben, unsere Schule hat auch 3 Sozialpädagogen. Aha. Halt, also die, keine Ahnung, also die sind halt nicht so wie eure Klassenlehrerin oder so, halt, vielleicht sind das, die, denen kann man eher vertrauen, sagen wir mal. Achso, diese Beratungslehrer da oder was? Ja, als diese Beratungslehrer, nee, wir haben richtige Sozialpädagogen. Ja, keine Ahnung. Bin ich wie eine Beratungslehrerin. Das Problem ist, unsere Beratungslehrerin ist unsere Klassenlehrerin. Ja, siehst du, und deswegen sollte, und das ist auch schon ein Problem. Bei uns ist das halt so, wir haben Sozialpädagogen, zu denen kann man immer hingehen, wenn man halt irgendwas hat, sagen wir es mal so. Und ja, die sind auch nicht so halt wie, wenn das halt der Klassenlehrer ist, weil das finde ich einfach scheiße, weil man... Ja, der Klassenlehrer, die reden dann drüber, sagen das dann meistens auch vor der ganzen Klasse und das ist dann noch schlimmer. Ja, ich weiß. Deswegen sagt sowas nie, wenn ihr gemobbt werdet, eurer Klassenlehrerin. Das ist schon mal, oder Klassenlehrer. Das ist schon mal wirklich ganz schlecht. Das ist wirklich das Schlimmste, was man tun kann, weil, ja. Aber man sollte es eher, keine Ahnung, könnte man das denn, ja, halt eher so Sozialpädagogen oder sowas sollte man das eher sagen, weil sonst, ja. Ja gut, nur was sollen die dagegen dann tun? Es muss ja irgendwie verhindert werden. Ja. Und richtig helfen, ja, können die dir auch nicht, die reden nur mit dir. Okay, stimmt schon, aber ja, okay, aber die, ja. Ich glaube, die erklären einem aber, wie man sich dagegen wehren kann, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, was soll man dagegen tun? Also am besten, man beachtet die Leute einfach gar nicht.
einfach gar nichts. Oder man lacht sich einfach nur einen Ast weg über die, weil sie einfach nur super mega peinlich sind, gar nicht schnallen, wie sie selbst so behindert sind gerade. Und ja, dann kann man eigentlich nur auslachen, solche Leute. Muss man einfach nur auslachen, dann den Blick an, den angucken. Das kommt aber auch ganz drauf an, auf die Person drauf an, wenn das halt irgendwie so eine Schlägertype ist. Dann am besten nicht auslachen, sondern einfach ignorieren. Ja, ich würde trotzdem auslachen. Aber wenn das irgend so ein Pfosten ist, so ein Vollspasti, dann einfach nur auslachen, und dann den Blick abwarten, weil meistens sind die dann so geschockt, weil man sie einfach nur noch auslacht und deren Blick, der wird dann ganz schön dumm und die gucken dann einfach nur noch vollkommen behindert. Ja, und das ist meistens recht lustig. Ja, okay, aber auslachen ist eigentlich auch nicht, weil dann ist es selbst schon eine Art der Beleidigung, wenn man die auslacht. Ja. Man sollte sie einfach ignorieren, alles was die machen, einfach ignorieren, die gar nicht mehr angucken und einfach an denen vorbeigehen oder so. Nee, ich meine gar nicht auslachen, ich meine, sondern einfach nur angrinsen die ganze Zeit. Wenn die irgendwas gemacht haben, einfach die hingucken und grinsen. Ne, dann sind die meistens schon sowas von irritiert. Meistens kommen sie dann irgendwann, was grinst du so, was hast du? Oder mobben ja, weiter. Ich würde einfach ignorieren. Das liegt eher dran, was für Typen die sind. Also bei uns ist das zum Beispiel, wenn man das halt so mal sieht, ich beobachte das manchmal sowas, wenn so halt jemand gemobbt wird und der die einfach angrinst, dann ist deren Blick meistens so dumm. Ne, bei uns ja weniger. Ja. Und bei uns sind die dann so verdattert, dass die dann gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Also meistens auch mega dumm sind einfach nur und ja, keine anderen Hobbys haben. Ja. Ja, gut. Das war die letzte Folge von Mobbing, oder? Oder? Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, nicht noch ein Thema jetzt schon ansprechen. Wir können jetzt über hier erstmal noch ein bisschen weiterbauen und einfach über irgendwas reden. Ja, keine Ahnung. Ja, wir steuern jetzt ja schon mit voll Karacho auf die 100. Folge zu. Ja. Ja, deswegen sollten wir mal wieder was schaffen, ne? Ja, nur die Zimmer sind ja so fertig und ja, Bücherei baust du gerade. Was fehlt noch? Bei den Tieren will ich mich nicht aufhalten, weil da einfach alles weiß ist. Bau draußen irgendwas vielleicht noch hin oder ich kann die mal Zimmer, die Zimmer sind doch noch gar nicht eingerichtet. Ja, eingerichtet sind ja noch nicht, aber ich kann ja mal rausgehen, bevor wir es wieder vergessen und diesen Gravelweg reparieren. Ja, und ich gehe mal die Dings darum, da die Kühe vermehren wieder, weil wir schon wieder zu wenig Leder haben, genau. Mir ist die Bezeichnung gerade nicht mehr eingefallen, Mario. Was ist denn, Luigi? It's me, Mario! Ja. So. Ja, das ist echt verrückt auf jeden Fall.